Wir haben jetzt folgenden Plan, ja, wir haben uns jetzt alle zu fünf in einer GTA-Lobby wiedergefunden, weil unbedingt GTA-Roleplay gewünscht worden ist. Haben wir jetzt Warte mal, wer hat sich das gewünscht? Ich nicht. Meine Community. Schlo, erklär mal kurz, was abgeht. Also, es geht folgendes ab. Wir wollten sowas ähnliches wie GTA-Roleplay spielen und wie ihr seht, ich weiß gar nicht, ob der Stream sieht es noch nicht, es ist die komplette Katastrophe. Wir sind gemeinsam in einer GTA-Online-Lobby, Mo ist schon 34 Mal gestorben, Revi hat schon alles überfahren, was zu überfahren gilt und eigentlich wollten wir uns gegenseitig die Rollen vorgeben, aber Tinker hat schon komplett Stress mit den Bullen. Ja, das Problem ist, ich habe warum auch immer Stress mit den Bullen. Vielleicht helft ihr mir. Was sollen wir denn machen mit deinem Stress Bullen mit den Bullen? Also, ich erkläre nochmal ganz den Leuten, was wir vorhaben, ja? Ja. Die Idee war, Leute, dass wir alle quasi uns fürs Roleplay einen Charakter gegenseitig vorgeben, okay? An diesem Charakter muss man sich so gut es geht natürlich, klar, Outfit können wir sich großartig verändern, weil nicht jeder gleich viel Geld hat, halten. Und jeder muss halt schauen, dass er das Beste aus der gegebenen Aufgabe macht. Schluss. Gib an der Stelle mir jetzt ganz kurz einen Charakter. Du gibst irgendwem anders einen Charakter und so weiter. Dein Charakter heißt Klaus Rewilowski. Aha. Und Klaus Rewilowski hat eine gespaltene Persönlichkeit und ein Problem mit seinem viel zu kleinen Glied. Okay, das passt. Mo, ich würde mir von dir wünschen, dass du ein seriöser Anwalt bist, Mo, der versucht, durchgehend unsere Gruppe zusammenzuhalten. Er hat keine Hose an. Deshalb ja. Hast du gehört, Mo? Ja. Dein Name ist Olaf Schubert und du bist unser Anwalt. Freilich. Okay, soll ich was mit Tinker machen? Ja, bitte. Tinker, du bist eine gescheiterte MMA-Fighterin und heißt Barbara Brautmann. Barbara Brautmann. Deine Vergangenheit ist von Steroiden geprägt. Richtig, genau. Du hast Aggressionsticks. Durchgehend. Okay. Und ich bin suizidal. Ach man, ich dachte, ich könnte mich umbringen. Sascha kommt gerade mit der Achterbahn. Eine Rolle. Ah. Du steckst im falschen Körper und denkst, du bist eigentlich eine Frau und stehst extrem auf unseren wahnsinnig seriösen Anwalt und versuchst, den die ganze Zeit rumzukriegen für ein Date heute Abend. Du kannst mich mal so am Arsch lecken. Ich hasse das. Das ist super. Ich liebe dich auch. Sascha, ja. Du bist YouTuber. Finde ich gut, finde ich gut. Ich würde sagen, wir fangen an, okay? Lass uns ein Abenteuer erleben. Ja. Ich kam nicht rein. Ich steig mal ein. Komm, alleine drin. Alter, ich ruf meinen Anwalt, ne? Jetzt alleine drin. Oh, warte mal. Der Barbara? Anwalt der. Oh. Barbara? Ey, Mo. Ja. Barbara, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ey, na, ey, warte mal. Das funktioniert schon so, Schätzelein. Ich kann das hier festhalten. Das funktioniert sehr gut. Barbara? Eine Sache. Barbara, vorsichtig, Barbara! Ich komm, ihr Barbara. An dir festhalten. Barbara! Barbara! Oh, was ist Barbara ist gestorben. Jetzt, wo die anderen in der Achterbahn sitzen, ne? Hast du. Oh, wollen wir uns vielleicht für heute Abend so wir beide mal was trinken zusammen? Also ich kann dir echt einen Haken zeigen. Hör auf, mich zu verprügeln, Mann! Alter, du bist Anwalt! Wenn du mich verprügelst, kann ich mich nicht an dich wenden, um das zur Anzeige zu bringen. Oh, da kommt die Achterbahn. Ui, mein Pimmel ist klein! Hallo! Hallo! Wo, ja. Wo hast du die Alte auf Steroiden gelassen? Ui, die ist von der Achterbahn gefallen! Na, jetzt mal im Ernst, wo ist Barbara? Da ist Barbara. Ich weiß es nicht, Barbara ist irgendwo da vorne, keine Ahnung. Ich weiß es nicht! Ja! Barbara? Bitte. Ich habe ein Problem mit unserem Anwalt. Was ist mit dem Anwalt? Na, ich wollte ihm eigentlich gestehen, dass ich mich im falschen Körper fühle und wollte ihn eigentlich auf eine Abenteuerreise. Ja, wenn ich dein Gesicht hätte, würde ich mich auch im falschen Körper fühlen, ja? Immer, wenn ich aussehe, Bein würde ich den Mund nicht so voll nehmen. Das Problem. Ey! Halt die Fresse! Hallo, stopp! Sollen wir uns mit den Jetskis ein bisschen vergnügen? Ich will auf einem im Jetski mit dem Anwalt sitzen, bitte. Ich nehme meinen eigenen und ich teile den auch mit keinem, ja? Komm auf den Jetski drauf. Ja. Lass uns mal ganz kurz an einem Strang zu ziehen. Wir haben kurz ein Problem. Lass uns mal kurz am Strang. Lass doch alle mal mit dem Auto fahren jetzt hier. Muss ich was gestehen? Ich habe mit dem Anwalt zusammen gerade den YouTuber fertig gemacht. Vielleicht kommen gerade die Bullen. Vielleicht könntet ihr. Alter, machst du Selfies? Ja. Er ist YouTuber. Vielleicht könntet ihr mich ganz. Runter von dem Auto! Dass die Bullen mich nehmen, das wäre. Mein Pedal ist klein! Runter von dem Auto! Runter von dem Auto! Hört doch mal auf, euch gegenseitig zu verprügeln, da kommen die Bullen! Ja. Steig ein! Ja, ich bin da! Steck mal in die Bullenautos und lasst uns in den Puff fahren! Ja, ich nehme gerade fast mein neues Job auf und bis jetzt ist es eigentlich recht interessant. Ah. Ich bin mir sicher, dass er zwar erst ab 18 Jahren sein wird, aber ich denke mal, das wird nicht. Zeig mal noch auf jemanden mit B. Er schlägt mich schon wieder! Ihr wollt mich top. Er hasst dich! Ich darf hier nicht rein, dein Pimmel ist klein. Ich schwöre, der Türsteher hasst mich halt. Du hast den Club leer geräumt, Alter. Da sind die Bullen. Ja, die sind wegen mir hier. Weißt du, wenn der Anwalt auf meine Wünsche eingehen würde. Nein, ich hab grad. Au! Ich hab keine Munition. Könnt ihr mal bitte den Kopter wegschießen? Ich hab auch keine Munition mehr. Klaus, das ist eine Stange. Das hast du gut erkannt. Aber hast du. Klaus! Hinter dir schießt auf mich! Das ist die beste Party! Dreh dich mal um und er schießt den Bullen! Hilfe! Warte mal, kann ich den vielleicht einfach wegboxen? Nimm das!
Okay, ich komme, davon, ne? ich hol euch alle ab, ja? Das ist das Auto, wo du sagst, damit wird dein kleiner Schwanz groß. Ja. Da habe ich mir gedacht, ne? Oh mein Gott, warte, bleib stehen. Ja, auch alle AMGs wie YouTuber, ne? Ja. Wer hat jetzt einen kleinen Pimmel, hä? Wer hat jetzt einen kleinen Pimmel, hä? Wer hat jetzt einen kleinen Pimmel, hä? Du! Nein, guck, wie groß mein Auto ist. Sascha, magst du zusteigen? Sascha, magst du... Entschuldigung, Barbara. Ich steig gleich mal platt, ne? Wenn du all den Mittelfinger zeigst, ne, wenn du dich aufs Fahren konzentrieren würdest und nicht aufs Mittelfinger zeigen, dann würden wir vielleicht irgendwo ankommen. Du bist Anwalt! Au! Au! Sascha, ich habe ein fettes Auto für Instapics. Oh je. Sascha, komm! Ah, ich habe doch keine Kooperation mit irgendeinem Bauunternehmen. Doch, Sascha, das ist für Fliesen. Schaffst du es mit dem Auto einen Stunt zu machen? Nein, aber wir können damit sicke Fotos machen, Sascha. Ja, mein Pimmel ist klein, mein Laster ist fein. Steigt alle ein. Bup, bup. Kannst du das kippen hinten? Warte, fahr vorne. Ah, fahr los, ich am Reifenstiel. Wo fährt er hin? Ich fahr vorne zur Brücke, dann springt er auf meine Lastfläche drauf. Und dann fahren wir zusammen Insta-Mission machen. Revi muss sich nicht mal großartig verstellen, um die Rolle einfach perfekt zu machen. Alle auf die Brücke und rauf auf die Lastfläche. Das ist das Dümmste, was ich hier jedem im Leben getan habe. Es ging mir ähnlich. Insta! Wer war das? Wer hat mich runter... Insta-Mission. Wollen wir jetzt Insta-Mission machen? Warum hast du einen Sprengsatz in der Hand? Achtung! Oh, tschüss! Hat man jetzt halt heutzutage. Babsi, was ist passiert? Ich hab die Ampel mitgenommen. Babsi! Okay, ich muss ehrlich mit euch sein. Ich hab hier vorne noch eine Baustelle. Kommt alle aussteigen und mitbauen. Nehmt euren Hammer raus und tut mithelfen. Ich hasse ihn so. Kommt hier die Nägel in die Wand machen. Ah. Kann den bitte einer abschießen? Ja, ich hätte den Hammer! Schnell, Fahrerflucht! Wir müssen Fahrerflucht beginnen. Oh. Ich hab nichts gesehen. Ich verwisch die Spuren, schnell, wartet. Vorsichtig! Oh nein. Wir müssen das Fluchtfahrzeug verstecken. Für jedes Mal, dass Revi ab jetzt stirbt, hau ich 1 Euro mit in den Stream gleich rein. Ja, nein! Ja, du Wichser! Stech dich einfach ab! Okay, gebt euch nicht genug Mühe. 5 Euro pro Tod. Was, gebt euch nicht genug Mühe? Ich renne ihm hinterher, renn weg wie so eine Pussy. 5 Euro pro Tod. Wo ist er? What the hell? Wieso hab ich nicht solche Waffen? Ah, guck mal, tot. 5 Euro. Der kommt ja mit dem Auto jetzt an. Ja! Au! 10 Euro, easy. Jetzt gibt's auf den Sack! Ja! Ich brauche Hilfe. Komm aus dem Busch raus, Frau. Oh, slicke Moves, Lady. Kann irgendjemand. Oh. Hab ihn ausgeschaltet, alles gut. Mm. Bullen haben mich dabei gesehen. Du kannst einsteigen, komm. Ja. Nein. Bam. Ihr habt mich getroffen, ihr Loser. Ihr seid alles Loser. Oh. Also an der Stelle verabschiede ich mich auch hier aus der Runde. Ja, ich glaube, ich auch. Gut Kick, wirklich, hat Spaß gemacht, mit euch das zu spielen. War das RP? Leute, an der Stelle auch nochmal kein Danke an die ganzen Donations. Also, ey, komm, ich labe hier gar nicht herum. Baby, mach's gut. Tschüss. So. Also du hast wahrscheinlich mitgekriegt, das Projekt Roleplay gar nicht erst gestartet. Ja, ihr habt zumindest versucht, ja. Ich war sehr gut in meiner Rolle. Ja. Trau dich aus dem Wasser raus. Let's go. Au! Das hast du davon. Erstmal 5er. So, den siehst du nicht kommen, ne? Ah! Fixer! Jo, Revi, guck mal der. Au! Weißt du, das ist was, was du im RP schon immer mal machen wolltest, weißt du? Einfach mal über einen drüber bügeln. Aber das wird für uns safe Scheiße. Bist du noch gestorben? Nee. Mann! Nee, darum kümmere ich mich jetzt. Mach das. Oh! Der lebt noch! Warte! Setz nochmal zurück! Oh! Nein! Mensch! Warte! Moment! Oh! Ihr blöden Wichser! Wie oft mussten wir denn jetzt da bitte drüber? Hinter uns! Wir machen ihn noch einmal tot! Was geht da? Hinter uns! Strand! Wetten, der steht da mit dem Raketenwerfer oder sowas? Mann!
egal, ich bin noch nicht fertig, wartet. Komplett zerbombt, Alter. Wo ist er jetzt? Da vorne, okay. Da vorne. Wie oft ist er schon gestorben? Sieht man das hier? Ich weiß es ja nicht. Wenn das, doch, wenn das hier, guck mal, 12 Mal ist er schon gestorben. Auf geht's. 12 Mal? Achso, wir haben das eingeblendet. Eingeblendet, Junge. Optimal. Also, wie viel Zeit haben wir noch? Wir müssen den halt mindestens 25 Mal killen, ja, damit sich das lohnt. Für den 20 Mal killen. Alles auf meinen Nacken, Bruder. Ja, für den guten Zweck, ja. Ich hau auch noch mal was raus gleich. Ja, Bruder, komm her. Oh, Schatz, er weicht halt aus. Kann man denn so fahren? Er weicht halt aus. Hör mal auf, mein Auto zu zerschießen. Hab ihn. Was? Wie stirbst du denn? Hab ihn, Junge. Nice. Ob du eigentlich so bist, er schießt ihn schnell, bevor der da reinkommt. Mann! Was? Ich geh oben drauf, ich geh oben drauf. Oh. Alter, wir das machen jetzt hier Panzer-Action. Da hast du jetzt gedacht. Doch, muss doch irgendwie. Hä, wie könnt, warum könnt ihr da rein? Wie kann man als Beifahrer? Kommt ihr da rein? Das ist ja mein Auto. Auch F, glaube ich. Ich ja. Hab's, glaube ich, nicht abgeschlossen. F? Aufgebrochen. Da muss ich aber los. Ist die platt gefahren? Ey, ich habe ihm einen Panzer gegeben. Ja, ich glaube, wir haben beides gemacht. 19 Tode haben wir schon. Da geht noch was. Da geht noch ein paar, auf jeden Fall. Hast du gerade deinen Panzer verloren? Ich habe gerade meinen Panzer verloren, ja. Ich wollte ihn überfahren. Fahr. Bitte, Junge, nein, ich hab dich so weggesnippt gerade. Oh, Kops. Versteckst dich jetzt da, Alter, damit ich dich nicht überfahren kann, Alter. Was ein Anti! Jetzt hat er es raus mit seiner pinken Gatling-Gun. Boah. Hab ihn. Nice. Nice. Ja, Alter, ich bin der fucking Sniper, Junge. Wo ist der? Da hinten. Tot. Sorry. Headshot. Das war Nummer 25, oder? Ja, ich würde sagen, das reicht an der Stelle.